Hallo, mit dieser Formel U gleich Pi mal D kann man natürlich den Umfang eines Kreises ausrechnen, aber auch den Umfang etwas komplizierterer Figuren. Hier zum Beispiel zeichne ich ein Quadrat, das soll zumindest ein Quadrat sein. Darauf wird ein Halbkreis aufgesetzt. Ich sag mal, das Quadrat, also nicht das konkrete Quadrat, was du hier siehst, aber nur mal so für die Vorstellung. Das könnte also die Seitenlängen 10 cm und 10 cm haben. Hier sind 10 cm, da auch, da auch, da auch. Und hier ist der Halbkreis aufgesetzt. Und die Frage ist jetzt, wie groß ist. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.